letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Du bist der Tollpatsch für uns. Nein! Was verzeihst du dafür? Eindeutig! Ja. Wer würde eher ein liebevoll gestaltetes Herz wegkehren? Du hast das schon mal offen lassen, oder? Wer war das da mal, wo der Momo dann draußen war? Ja, ich. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt ein sehr lustiges und auch ein sehr angefragtes Video online, denn die Anna und ich stehen da hinten. Und wir drehen heute ein Wer würde eher Video. Wir haben da so tolle Schürchen und ich habe euch ja auf Instagram nach Wer würde eher Fragen gefragt und ihr habt mir so viele Sachen geschrieben und meine Freundin hockt hinter der Kamera, die hat die ganzen Fragen, die liest uns die vor. Ja, und ich würde sagen, wir starten mal. Ja. Los geht's los. Wer würde eher sein Pferd vergessen? Du bist der Tollpatsch für uns. Nein! Wer würde eher in den Mist, sich in den Misthaufen legen? Hey, wir sind uns voll einig. Das muss ich mal erklären, warum darfst du dich in den Misthaufen legen? Warum nicht? Aber schlimmst. Warum schon? Das ja gut, wenn es jetzt zwingend notwendig wäre, dann darf ich das schon machen. Mir darf jetzt kein Grund einfallen, aber... Das nein. Merkt man uns. Okay. Wer würde eher 500 Euro beim Krämer ausgeben? Eindeutig. Ich shoppe nie so viel. Ja, so viel ich aber auch nicht. Aber eher wie du. Ja, aber auf jeden Fall. Ja, ist ja die Frage eher. Ja, genau. Wer würde eher mit leerem Tank in den Stall fahren und dann nicht mehr heimkommen? Ganz klar. Es ist mir einfach schon mal fast passiert. Ich fahre immer echt auf Limit her, wirklich. Heute auch zum Beispiel. Ich tanke immer schon, wenn ich ein Drittel bin. Ja, bei mir gar nicht. Okay. Nächste Frage. Wer würde eher sich ein zweites Pferd kaufen? Ist Anna voll nett, wir ja? Kennen uns gut. Ja, Anna, was denn eher machen? Okay. Wer würde eher absichtlich vom Pferd fallen? Ja, von den Schauen, ich weiß noch nicht. Absichtlich? Ja, das macht die Anna ständig. Gestern erst, na vorgestern am Reitplatz, die fällt ständig runter. Einfach so, ich hab mir gedacht, was tut die da draußen, während die abgemisst haben. Was verzeihst du dafür? Wirklich, die fällt einfach runter, das ja. Müssen jetzt echt sehen. Unmöglich. Ich dachte mir, was die schon mal treibt auf dem Platz. Einfach aber. Also ganz eindeutig, die Frage ist geklärt. Ja, ja. Wer würde eher auf Turnieren starten? Bin ich schon mal. Ja, ich nicht. Und es ist auch erstmal nicht geplant. Okay. Wer würde eher auf dem Pferd ständig essen? Oh. Na? Schwierig ist auf dem Pferd essen. Du hast immer Essen dabei. Gar nicht. Du hast mir Schokolade geschenkt, sonst habe ich nie was nein, dabei. Nein, beim Orit hat Anna ihre Ausbeute ausgepackt. Ach so, ja, stimmt. Beim Orit, aber so normal nicht. Ja, aber unterm Reiten nicht. Ja, okay. Es geht ja um er. Ja, okay. Er ist Anna. Ja, okay. Wer würde eher sein Pferd am Putzplatz vergessen? Ich wäre hier voll tollpatschig, hätte ich hier hingestellt. Aber total. Ist da manchmal ein bisschen. Na. Nie. Gar nie. Wer würde eher das Mesh von den Pferden essen? Du hast dir beim Leckerli schon so angestellt. Ja. Ja. Na, der andere darf das wirklich essen. Ja. Ich probiere alles, was die Pferde haben. Wer würde eher Blackie als Handpferd mitnehmen? Ich glaube, es darf man beide oder. Hm. Oder beide nicht. Blackie beide ist ein bisschen, bisschen frisch als Handpferd. Buckelt gern und steigt gern. Er wird eher Anna, die hat da mehr Erfahrung. Okay. Wer würde eher alleine im Stall übernachten? Alleine? So ein Blödsinn, weil ich mache den alleine. Ja, wenn der Momo krank ist oder so, darf ich das schon machen. Ich bin voll der Schisser. Ich darf die immer fragen. Ich darf die auch fragen, aber wenn du jetzt keine Zeit hättest, darf ich das auch alleine machen. Nein, ich bin ein Schisser.
Wer würde eher ein Jahr lang keine Schabracke kaufen? Eindeutig! Ja. Das ist unmöglich. Ja. Wer würde eher im Bikini durchs Dorf reiten? Was denn? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, das darf man beide. Ja, finde jetzt nicht so dramatisch. Bei uns ist nicht so viel los. Wer würde eher sein Pferd mit der Zunge abschlecken? Du Hemop, also ob das Zunge dabei ist oder nicht. Ja, aber ich schlecke ihn doch nicht ab. Ja, aber ich gebe an die Bussis oder so. Ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so. Mach ich selten. Du machst das jeden Tag. Eher. Wer würde eher die Mähne rot färben? Ja, das geht halt nur bei Momo, gell? Eindeutig. Mit schwarzer Mähne wird das schwierig. Ja, das darf Anna machen. Ich darf es nicht, aber beim Vicky ist es nicht möglich. Ja, stimmt. Wer würde eher weiterreiten und die runtergefallene Gerte liegen lassen? Definitiv! Wer würde eher vergessen, die Boxentür richtig zuzumachen? Das passiert uns beide ständig. Mir passiert das nie. Ich habe es noch nie vergessen, so zu machen. Aber du kontrollierst die jetzt mal. Ja, und dann ist es aber schon zu. Aber dann habe ich es ja auch nicht vergessen, wenn ich es nochmal kontrolliere. Da bin ich Perfektionist. Du hast das schon mal offen lassen, oder? Wer war das da mal, wo der Momo dann draußen war? Ja, ich. Wer würde eher ein liebevoll gestaltetes Herz wegkehren? Wer hat sich das gemerkt? Anna letztes Mal. Ich war auch so eine Fellwechsel-Challenge und ich habe mühsam ein Fellherz in den Putzplatz hingelegt und Anna kehrt mir einfach weg. Eiskalt. Das braucht man doch nicht mehr. Für was hebt man sowas auf? Das war mühevoll. Okay, Entschuldigung. Wird nie wieder passieren. Wer würde eher mal eine Kuh reiten? Bin ich schon? Nee, nicht. Echt noch nie? Nee. Doch, im Urlaub schon voll oft. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich die Möglichkeit hätte, eine Kuh zu reiten. Ne? Im Urlaub? In Österreich? Aber nicht das Bedürfnis, tatsächlich. Ich habe ja eine Kuh da stehen, quasi, von der Farbe her. Stimmt. Ja. Stimmt. Wer würde eher in Pferdeäpfel baden? Baden? Wenn es unbedingt haben wir geklärt, wie man sie legt ja in Kacke rein. Warum dann auch nicht gleich baden? Wenn es schön macht. Wenn es schön macht. Wer würde eher zum McDonald's reiten? Das ist tatsächlich sogar geplant, gell? Mhm. Ich mag das unbedingt machen. Ja, wir haben nämlich gar nicht mal so weit zum McDonald's und das machen wir jetzt dann mal. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Haben wir gespannt, wie das wird. Wer würde eher nach dem Stall nicht duschen und dann ausgehen? Passiert das etwa hin und wieder, oder? Ich darf jetzt nicht ausschließen. Hallo? Es geht hier um eher. Und es ist schon mal ganz normal, dass ich nach dem Stall zum Einkaufen fahre oder zum Tanken. Das ist nicht ausgehen. Ja, ich darf da zum Essen gehen. Ja, schau. Eher. Ja. Also letzte Frage, wer würde eher sein Pferd mit Nutella einschmieren und ablecken? Na, ich mag kein Nutella. Und beim Vicky, darf man das gar nicht sehen. Du hast ja das braun, das heißt, das macht wenig Sinn. Das ist ja wegen dem Ablecken und nicht wegen dem hübschen Haut. Da darf Vicky nie ganz mit Nutella einschmieren. Ja, ich auch nicht, aber du darfst es eher wie. Na. Okay. Corner. Das war's dann jetzt mit dem Video. Ich finde, das hat echt Spaß gemacht. Mhm. Ja. Und wie gut wir uns einfach kennen. Ja, doch. Wir haben echt fast immer gleich gehabt. Fast. Also, ich glaube, sowas müssen wir nochmal drehen. Mhm. Auf jeden Fall. Hat echt Spaß gemacht. Und ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne auf Instagram vorbei.
Ja, auf jeden Fall. Ich blende auch hier unsere Namen ein, da bekommt ihr nämlich viel mehr mit. Das ist mein Spruch. Ja, stimmt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin, tschüss. Let's rejoice of what will come.